Hallo, in diesem hoffentlich kurzen Video soll es um Anfangs- und Endbedingungen, Anfangs- und Endbedingungen an Spulen und Kondensatoren gehen. So, was ist damit gemeint? Das ist ja erstmal die Frage. Wir greifen uns mal die Mutter aller Schaltungen dieser Typen hier raus. Haben da einen Widerstand R, eine Kapazität C, das Ganze an einer Spannungsquelle U, C, da müssen wir noch ein bisschen was dran machen, so, damit er nicht kurzgeschlossen wird. Und jetzt wird der Schalter geschlossen zum Zeitpunkt T gleich 0. Und dann schauen wir uns mal an, wie groß am Anfang. Und das meint konkret T gleich 0 plus, also meinetwegen eine Nanosekunde oder eine Femtosekunde oder so, jedenfalls ganz kurz nach Schließen des Schalters. Was da passiert? Nun, an der Stelle, wenn der Kondensator vorher ungeladen war, dann gilt natürlich bei da das Q an T gleich 0 plus gleich 0 ist oder zumindest sehr, sehr klein. Damit ist der Spannungsabfall UC sehr, sehr klein oder 0. Das ist übrigens der hier. Und damit gilt, dass alle Spannung an Widerstand abfällt. UR ist gleich U. Daraus folgt, dass die Kapazität oder der Kondensator faktisch ein Kurzschluss ist. So, am Ende, damit meine ich T geht gegen unendlich, ist aber natürlich die Ladung voll auf dem Kondensator und am Kondensator haben wir UC gleich U und damit haben wir keinen Stromfluss mehr und damit haben wir UR gleich 0. Das heißt also, wir können das mal ein bisschen selber aufschreiben. Bei T gleich 0 plus das Ersatzschüttbild auf diese Art schreiben. Also den Kondensator weglassen. R und wir sehen auch sofort, dass I gleich U durch R ist. Und wir können bei T gleich unendlich oder gegen unendlich die ganze Geschichte hier als Kondensator nur reinen Kondensator betrachten und lassen den Widerstand weg, denn über den Widerstand fällt keine Spannung ab und damit ist der Kurzschluss. So, man hat hier allerdings I gleich 0, also keinen Strom mehr fließen. Das wird dann erst spannend, wenn wir hier vielleicht zwei Kondensatoren oder sowas hätten, denn dann könnten wir die einzeln betrachten. Okay, schauen wir uns die nächste Art dieser Schaltung an. Ebenfalls bei T gleich 0 wird ein Schalter geschlossen und diesmal haben wir eine Spule dran. U, R, L. So, im allerersten Moment passiert Folgendes bei nämlich am Anfang. Bei also T gleich 0 plus. Da haben wir eine Sprunganregung hier drauf. Das heißt also DI nach DT geht auf unendlich. Und damit fällt alle Spannung UL an L ab. Ja, und nichts bleibt für R übrig. Wir haben sogar noch die Nebenbedingung, dass I in dem Moment gleich 0 ist, denn das kann nicht springen und UR ist dementsprechend auch gleich 0. Am Ende aber also bei T gegen unendlich, naja, da ändert sich nicht mehr viel. Da ist dann DI nach DT
gleich 0 oder geht gegen 0. Damit ist auch UL gleich 0 und damit ist UR gleich U, beziehungsweise bekanntermaßen ist der Strom I, UR selbstverständlich, gleich U durch R. Und wir können die passenden Bilder hier hinmalen. 0 plus T gegen oder gleich unendlich. Im ersten Fall haben wir es rein mit der Spule zu tun. Der Widerstand spielt keine Rolle. Aber wir haben natürlich I gleich 0. Und am Ende können wir die Spule rausnehmen und durch den Kurzschluss ersetzen. Denn über ihr fällt nichts mehr ab. U und R. Und wir haben hier den Strom I gleich U durch R. So, kann man das irgendwo sinnvoll und gewinnbringend einsetzen? Schauen wir uns nochmal an, wenn wir beide Sorten haben. Beide Sorten. Also meinetwegen den klassischen Schwingkreis. R, C und das L dahinter. Wir wollen jetzt nicht den Schwingkreis als solches ausrechnen, sondern uns anschauen, was eigentlich passiert, wenn der Schalter geschlossen wird. UL. Wir stellen sofort fest, sämtliche Spannung muss abfallen über L. Wir haben also bei T gleich 0 plus UL gleich U, aber leider auch I gleich 0. Und bei T gegen unendlich haben wir alles abfallen über dem Kondensator, aber auch wieder I gleich 0. Und dazwischen, who knows? Lösung der DGL ist nötig. Also das können wir nicht ausrechnen dabei, aber die Endzustände, die finden wir schon mal. Ein praktisches Beispiel ist dann wohl am ehesten noch der kapazitive Spannungsteiler, den ich mir ganz kurz noch anschauen möchte. Alles andere lässt sich dann übertragen. Wo wir uns neben dem Widerstand, den könnte man auch als R schreiben, zwei Kondensatoren gönnen. U. Und zwar C1, C2, wir schließen den Schalter wieder bei T gleich 0, U1, der Einfachheit halber, und U2. Nun, bei T gleich 0 plus ist nach wie vor Q gleich 0 und damit letztlich die Schaltung eigentlich nur diese hier, wo wir die beiden Kondensatoren eliminieren und den Strom U durch R gleich I haben. Kondensatoren, da können wir nicht viel machen. Man könnte jetzt noch was reindichten, dass da die Spannungen im ersten Moment sich unterschiedlich erhöhen, aber der wesentliche Spannungsabfall ist hier über UR und nirgendwo anders. Über UR gleich U. Bei T gegen unendlich sieht es dann etwas anders aus. Da hätten wir nämlich keinen Stromfluss mehr. Wir haben auf beiden die gleiche Ladung, weil ja ein Strom der gleichen Stärke durch beide durchgegangen ist. U, C1, C2, U1, U2 und das ist der klassische kapazitive Spannungsteiler, wobei dann eben U1 gleich U mal U. C2 durch C1 plus C2 und U2 gleich U mal C1 durch C1 plus C2 vorliegt. So, ich wünsche noch viel Spaß bei der Anwendung des
gerade erworbenen Wissens.